Ich habe auch mit Wolfgang Krupp gesprochen von Trigema und habe ihm die Frage ja 2-3 Mal gestellt, wie investieren Sie Gold, Immobilien, Aktien? Dann sagt er, ich bin doch nicht verrückt. Ich investiere mein ganzes Leben in mein eigenes Unternehmen und ich habe mein Geld bei der Volksbank und da bleibt das und da bin ich. Und ich würde niemals mir anmaßen, in meinem Alter Wolfgang Krupp zu widersprechen. Ja? Für ihn hat dieses Konzept wahrscheinlich funktioniert, immer wieder in sein Unternehmen zu investieren, weil er dort die höchste Rendite hat. Sehe ich übrigens auch so für mich. Also ein Großteil unserer Rücklagen steckt immer in der Firma, weil die natürlich für uns arbeiten. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann immer die Frage stellen, ist heute noch die Zeit für dieses Denken? Ja? Also macht es zum Beispiel am deutschen Standort Sinn, dieses gleiche Denken an den Tag zu legen? Wir haben im letzten Podcast dazu aufgerufen, Kolle, dass wir 3 Fragen beantworten werden von unseren Zuschauern. Und ich bin gerade dabei, mal zu schauen, was hier Spannendes reinkam. Hallo zusammen, heute in der 4. Episode des Freischnauze-Podcasts mit einem Thema, das sicher den ein oder anderen triggert. Und zwar sprechen wir heute über Erfolg, über Unternehmertum, über Reichtum und über unseren Werdegang. Lieber Kolja, ich freue mich, dass wir heute wieder mal zusammenkommen. Hi. Genau, das ist ja ein sehr spannendes Thema und gerade auch, wenn man so sich anschaut, was aktuell politisch so los ist, muss man sich als Unternehmer immer irgendwie durchkämpfen. Man kriegt überall immer Widerstände in den Weg und deswegen ist es eigentlich ein interessantes Thema, was wir hier mal ausbreiten können. Ne? Und da wären wir jetzt, glaube ich, beim Thema heute Geld. Was für eine Rolle spielt Geld in deinem Leben, Kolja? Ja, Geld, ich muss sagen, es gibt ja immer wieder diese Studien und diese ganzen Erkenntnisse, das hast du vorhin auch angesprochen, dass ab einem gewissen Grad irgendwie Geld keine große Rolle mehr spielt, wenn du zusätzliches Geld noch hast. Ne? Und ich war vorhin mit dem Sohnemann bei der Post und da haben wir so geschmunzelt, weil da gab es halt ein Euro-Jackpot jetzt hier, konntest du halt Lotto-Tickets kaufen. Und zwar 87 Millionen ja, sind da jetzt im Jackpot. Und ich wollte schon für ihn, für mich und für Diana jeweils für 6 Euro so ein Ticket kaufen. Ja. Und er hat mich dann davon abgehalten, hat gesagt, Mann, mach das nicht, da gewinnst du eh nicht. Und ich habe dann aber schon gedacht, so mit extra einfach so 87 Millionen, ne, es wäre schon ein erheblicher Unterschied. Weil ich bin jetzt aktuell zwar finanziell in einer guten Lage, aber ich bin trotzdem nicht so frei, noch nicht aus finanzieller Sicht, wie ich es gerne wäre. Einfach nur, ich habe jetzt beispielsweise mal diese ganze Causa Rammstein analysiert und ein Interview gelesen mit dem Anwalt von Till Lindemann. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel in so einer Situation bist wie ein Till Lindemann, und du siehst dich diesen erheblichen Vorwürfen ausgesetzt, die ja mit die schwerwiegendsten Vorwürfe sind, die dir gemacht werden können. Und dann willst du halt auch dein Recht vor Gericht vertreten und durchsetzen. Und dann bist du auf der anderen Seite Verlagen gegenüber, die halt eben das alles von Anfang an mit einkalkulieren, auch den ganzen Rechtsprozess. Dann haben die Interviewer den Anwalt gefragt, ja, mit welchen Summen muss man denn da rechnen? Und dann sagt er, ja, so, also wenn man so die erste, zweite Instanz und so noch weitergeht, dann bist du mindestens bei einem 6-stelligen Betrag. So, ne? Und dass man sich so sagt, hey, ich habe genug Geld auf der Seite, ja, um eben allem entgegentreten zu können. Also genug FU-Money, ja, um auch FU zu sagen. Um zu sagen, hey, pass auf, die und die beobachten dich, die und die wollen dich klein machen, die wollen den und den Vertrag kündigen, die wollen dich da rausbringen, die beobachten dich, die wollen bla bla bla, dass du jedes Mal sagen kannst, jawohl, bitte, tut es, mein Anwaltsteam wartet schon auf euch und ich bin bereit, sowas für meine Freiheit, für meine Prinzipien bis vor Gericht zu gehen und ich muss da nicht drüber nachdenken, dass irgendwie ich nicht mehr meine Rechnung zahlen kann, weil ich genug Geld habe. Das heißt, was das betrifft, ist Geld schon entscheidend, finde ich, weil es einem die Freiheit gibt, eben auch seine Prinzipien und seine Sichtweise zu demonstrieren und immer wieder aufs Neue auch zu verteidigen. Ja? Also das hat gar nicht so einen materiellen Reiz so sehr. Klar auch, was die Wohnsituation angeht, gebe ich ganz ehrlich zu, oder was das Reisen angeht und so, ne? Das auch, aber hauptsächlich hat es halt eben für mich so diesen freiheitlichen Charakter.
Verstehe. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich ja auch vorhin so durch die Blumen gesagt habe, ob das Auto jetzt kaputt ist oder ob du einen Rechtsstreit führen musst, wenn dieser Moment gekommen ist, dann bist du einfach finanziell an einem Punkt, wo du dir dann die Freiheit verschaffst, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die eben dich durch die Leidenschaft treiben, und du musst nicht den Dingen nachgehen, die dich nerven oder die dir gerade sozusagen auf den Sack gehen. Ich habe gerade mal gegoogelt, während du gesprochen hast, ab wann man dann in Deutschland als reich gilt, und da gibt es gerade ganz, ganz neue Zahlen. Ja. Was würdest du denn sagen, also jetzt mal unabhängig von dem Bericht, ab wann ist man denn reich? Kannst du es an einer Zahl bemessen? Würdest du es an einer Zahl bemessen? Wann beginnt für dich Reichtum? Weil hier spricht man davon, dass Singles mit einem Nettoeinkommen von 3.850 Euro als reich gelten, Paare ohne Kinder ab 5.780, da lacht er schon, und Familie mit zwei Kindern unter 14 mit 8.000 Euro. Nettoeinkommen wohlgemerkt, ja. Ja. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man Reichtum generell nicht misst am Einkommen, sondern am Vermögen, am Nettovermögen. Das heißt, alle deine Schulden abgezogen von deinem Vermögen sind dein Nettovermögen, Net Worth, und das bestimmt dein Reichtum und nicht dein Einkommen. Das ist eine Sache, die viele Leute immer vergessen. Es gibt ganz viele Leute, die viel, viel verdienen, aber nicht reich sind. Und es gibt andere Leute, die nicht so viel verdienen, die aber einen Teil davon immer investiert haben und die sich ein richtig beträchtliches Vermögen aufgebaut haben. Ja. Und der Punkt, du kannst, wenn du, gerade wenn du liquide Vermögenswerte hast, wie Sparvermögen, Aktien, auch Gold und so, all diese ganzen Dinge, die du auch schnell zu Geld machen wieder kannst, weil es dafür einen Markt gibt, dann kannst du all das permanent auch immer als Einkommen benutzen, wenn du es brauchst. Das heißt, der eigentliche Reichtum ist immer Vermögen. Und da, wenn du mich fragst, ab wann bist du eigentlich wirklich reich, dann würde ich sagen, ab einem Nettovermögen von 10 Millionen, was du zur freien Verfügung hast, bist du in meinen Augen reich. Deswegen bin ich auch nicht reich. Ja, also ich würde mich als vermögend bezeichnen, aber nicht als reich. Wir haben im letzten Podcast dazu aufgerufen, Kolle, dass wir drei Fragen beantworten werden von unseren Zuschauern. Und ich bin gerade dabei, mal zu schauen, was hier Spannendes reinkam. Bist du bereit, dass wir die drei Fragen noch beantworten? Ja, absolut. Let's go. Dann werfe ich dir die erste Frage rüber. Lass uns kurz ein kleines Spiel draus machen. Wir geben dem Ganzen eine Minute pro Antwort. Frage Nummer eins an Kolja. Warum spielt der Great Reset bei euch nie eine Rolle? Von Daniel Pfeiffer 3669. Das ist lustig, ja. Also tatsächlich habe ich ja viele Videos dazu gemacht zum Great Reset. Sind alle auf meinem Kanal leider nicht mehr online. Einige habe ich runtergenommen. Weil man muss halt wissen, das ist ein Thema, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann machst du dir sehr viele Feinde, die in vielen mächtigen Positionen sitzen. Und die dann natürlich auch schauen, wie können sie dafür sorgen, dass du nicht unbedingt das mehr weitermachst, was du gerade machst. Ja, das klingt jetzt zwar sehr düster und sinister, aber grundsätzlich ist es so, dass ich dieses Thema, finde ich, schon gut abgearbeitet habe auf meinem Kanal. Und dass ich es immer dann, wenn wieder dieses World Economic Forum stattfindet, auch wieder verschärft behandle. Und ich auch schon finde, dass es einen Effekt hat, also natürlich nicht nur meine Videos oder so, sondern auch allgemein, dass ein Umdenken stattfindet in den ganzen Communities. Und das letzte World Economic Forum war ja schon sehr, sehr, sehr stark in der Kritik öffentlich. Oh, es gibt auch immer mehr Parody-Accounts, die das so dermaßen sozusagen in den Dreck ziehen, dass es immer eine höhere Rechtfertigung bedarf der ganzen Politiker, warum die dort überhaupt noch hingehen. Aber also es ist aber ein guter Hinweis, um mal wieder sich damit zu beschäftigen und mehr Videos dazu zu machen. Oder wir können ja mal einen Podcast dazu machen, Dominik. Gerne, gerne. Finde ich ein gutes Thema. Machen wir auf jeden Fall. Spannend, die Kommentare auch mal zu lesen. Also ich habe alle gelesen, aber da kommen ja wieder neue dazu. Und jetzt werden wir gerade so einer Bubble ausgespielt, die uns wahrscheinlich nicht so mag. Da fragt der MK Live, warum wird mir dieser Durchfall angezeigt? Ekelhaft. MK, die Frage beantworte ich dir jetzt mal. Vielleicht schaust du heimlich Videos von irgendwelchen Schwurblern oder hörst dir Podcasts an, wenn dir niemand zuhört, und deswegen wird dir jetzt gerade vom Algorithmus vorgeschlagen, dass das, was wir hier besprechen, ja, genau in deine Gedanken trifft. Kleiner Spaß das, natürlich. Das Problem aber ist mal, ja ein bisschen, ja, sein Problem ist so ein bisschen, dass er durch den Kommentar, den er verfasst,
der Algorithmus ihn ja bewertet, als würde ihn das interessieren. Ne? Also er beschäftigt sich ja mit dem Video, mit dem Inhalt, nimmt sich die Zeit, einen Kommentar dort zu schreiben und deswegen wird ihm in Zukunft noch mehr davon ausgespielt. Ja? Also eigentlich müsste man es machen, wenn einen was nicht interessiert. Ich habe das manchmal mit den Google News, ja, wenn es dich nicht interessiert, dann müsstest du es eigentlich ignorieren und nicht kommentieren, weil je mehr du es kommentierst, desto mehr wird dir davon angezeigt. So, dann kommen wir zur dritten Frage, Kolja, und zum Thema schlau sein. Wird mir was vorgeworfen? Banale Skandale, sagt hier, es reden zu viele Menschen mit in der Demokratie. Dominik, das ist nicht dein Ernst. Also es ging um unseren Podcast, als wir uns mit dem Thema Demokratie beschäftigt haben. Vielleicht banale Skandale, nur mal der kleine Unterschied zwischen Kommunismus und Demokratie ist, dass in der Demokratie jeder seine Meinung sagen kann. Und das, was du möchtest, ist, glaube ich, eher ein totalitäres Regime. Deswegen banale Skandale. Ich empfehle dir, dich dann mal in Richtung China zu begeben und da wirst du dich wahrscheinlich sehr wohlfühlen, weil da reden nicht so viele mit. Ich glaube, in Deutschland wird das ganze Thema so nicht nach deinen Vorstellungen verlaufen, dass ich die Schnauze beim Thema Demokratie halte und bei Kohler vermute ich es auch nicht, oder Kohler? Das Blöde ist an der Demokratie, dass alle mitmachen dürfen und wenn er das blöd findet, dann sagt er es mehr über sein Demokratieverständnis als über alles andere. Genau, dann wird es in der fünften Folge, danke Kohle erstmal, hat Spaß gemacht, dann wird es in der fünften Folge um ein Wunschthema von euch gehen. Schreibt gerne fleißig Themen hier in die Kommentare, damit wir nicht die Ideen verlieren und euch weiter hier mit unseren Gedanken unterhalten dürfen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank, Kohle. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch und ja, bis zur nächsten Episode. Ich freue mich drauf.